So, ich muss das, dann können wir jetzt hier loslegen. Renaissance. Sind Sie denn geläutert nach Ihrer Strafe, Herr Juttke? Kommt das nochmal vor oder müssen wir da nochmal? Wie sieht das aus? Wollen Sie mich jetzt eigentlich komplett verarschen, Herr Sablowski? Ja, das mache ich die ganze Zeit schon, falls Ihnen das nicht aufgefallen ist. Aber jetzt mal gefragt. Haben Sie daraus was gelernt oder weil wir sind ja hier, wir machen ja eine Art Bildungsfernsehen, wir machen ja Willi will's wissen für Simracer. Und da ist natürlich die Frage auch an Sie gerichtet, ob Sie daraus was gelernt haben. Herr Sablowski, ich hau Ihnen gleich so ein an die an der Fontanelle, dass Sie keine Locken mehr haben. Na, die heik sowieso nicht. Kicken Sie doch mal an. Ich bin hier glattgestrichen. Ich habe hier 3,5 Kilo Karussellschmiere in den Loden, damit es überhaupt hält. Ich bin doch jetzt nicht umsonst Richter, dass ich daraus nichts lerne, sagen Sie mal. Wollen Sie mich komplett verarschen oder was? Naja, man fragt ja mal nach. Man kann ja wohl mal fragen, Herr Jutke. So. Was haben Sie denn für ein Potpourri an Fälle vorbereitet heute? Wir haben 20 kleine, schnucklige Fälle 20, ey, das artet ja noch in Arbeit aus. mal einfach mal ein bisschen kniffliger. Schauen wir doch einfach mal rein, oder? Ja, mit was beginnen wir denn? Fangen wir an. Ja, wollen Sie die Nummer jetzt wissen, wa? Ja. Weil deswegen Ihnen die nicht sage? Dann machen wir Feierabend, oder was? Nö, gucke ich einfach selber nach, Sie Kackkopf. Was? Was? 30, 36, 4, 6, 30 hier, da. Genau, 30436, Herr Ja, Jodke. habe ich doch. So. Mit Karacho und Karamba. Gucken wir noch mal rein. Oh, ganz schön laut. Wir hören auf jeden Fall was. Das ist gut. Na dann, lassen Sie uns mal Beweise kollektieren. Jawohl, die Evidenzien. Nanu, neuer Gerichtssaal hier oder was? Ah, so, Herr Ruhe im Jodke, verstehe. Cartoon, hier ist nichts neu. Gut. Umgeräumt wurde noch nicht. So. Nee, wir haben ja kein Geld. Nee, ist so. Ist schwer Öffentlicher gerade. Dienst. Wir sind froh, wenn wir einen Tacker und einen Bleistift kriegen. Und da müssen wir auch noch 4 Jahre drauf warten, verstehen Sie? Absolut. Naja, So, Herr Juttke, katastrophal. schießen Sie ab den Jummi jetzt. Naja, was ist denn jetzt hier? Wie heißt denn hier der Fall? Die Na, haben Sie Akte. mir nicht zugehört? Nee. Ich glaube, Sie müssen sich mal ein Loch schneiden in Ihren Mottenpfiffi da. Mit Naja, du. Karacho und Karamba. Naja, sagen Sie doch Wie richtig. oft denn nur noch? Naja, Mensch, ist Runde 1, ne? Und Herr dann noch. Juttke, Sie sind so scharfsinnig, das ist. Wirklich, Sie können auch Katzenscheiße im Dustern riechen. So, klassische Söldermanöver hier am Anfang. Reported hat der AMG gegen den Aston Martin. Der da anscheinend ein bisschen eilig hat. Würden Sie mir da zustimmen, dass der das vielleicht ein bisschen eilig hat? Wer weiß, vielleicht hat er noch Wasser auf dem Herd gehabt oder Milch, das kocht immer schnell über. Ja, das ist ja mehr oder weniger schon eigentlich ein ziemlich simpler Fall, Herr Sablowski, oder? Da können wir Ja, ne, eigentlich, naja, Herr Jutke, wir wollten ja locker starten, ne? klar. Aber da hat auf jeden Fall jemand ein bisschen spät die Bremse gedrückt. Ich würde mir übrigens wünschen, wenn wir vielleicht mal ins Regelwerk schreiben können, dass die Leute diesen hässlichen Balken unten mal wegmachen. Damit wir auch die Pedaleingaben sehen können. Wissen Sie, was Sie ich meinen meine? den Replay-Balken? Ja, das wäre schön. Ja, in der Situation sollte der ja eigentlich immer weg sein, aber klar, wenn die Damen und Herren da ihre Maus bewegen, dann ja, müssen wir mal gucken, ob wir das mit aufnehmen, Herr Jutke. Ich meißel mir das mal hinter die Ohren. Aber Herr Sablowski, sind wir hier, haben wir nicht hier gerade aktuellen Massencrash gesehen? Haben Danach? wir vorhin auch nachgezählt, aber wenn Sie da nochmal genau reinschauen, Ja, wir gehen nochmal gucken. dann müsste man den AMG da vielleicht auch nochmal ein bisschen mit in die Pflicht ziehen. Genau das haben wir vorhin auch gezählt, aber sind dann zu dem Ergebnis gekommen. Ja, hier, also der Einen recht AMG schönen guten eiert da Morgen, meine sehr, sehr lieben viel rum. Klar, er versucht Wagenfreunde sein aus Fahrzeug nah zu und finden. fern. Zipfel auf. Das waren jetzt drei Fahrzeuge, wenn ich richtig gezählt habe. Ah, hier in der Kollision. AMG, da hinten sitzen zwei andere Fahrzeuge, die da sich querstellen. 4. Ah, nee, nee. Die anderen Fahrzeuge, das waren durch einen anderen Unfall. Ein Alter, Herr bisschen weiter Sablowski, hinten. sag mal, können Sie nicht zählen? Haben Sie Karotten auf Augen? Nee, aber Tomaten. Naja, sagen Sie mal, wollen Sie mich verkackeiern? Also. 1.
zwei, drei, vier, fünf, sechs. Naja. 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 Nein, also ich bin dafür nein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut, aber die sind ja wirklich nur komplett im Nachgang und da hat der AMG auch nicht immer alles richtig gemacht. Also das ist korrekt. Da jetzt hier die Folgefehler, da hinterher zu schieben, sehe ich nicht. Na, Herr Sablowski, wie haben wir das denn immer gehandhabt? So? Also ich meine, ganz ehrlich, niemand hat an der Stelle was anderes reported, nehme ich an. Ja. Der Benz steht nicht auf der Bremse, das ist korrekt. Das können wir aber nicht ahnden, weil das nicht angemeldet wurde. Nehme ich das richtig in der Annahme? Genau. Richtig, sechs Fahrzeuge wurden trotzdem von der Strecke geschoben. Da mögen Sie recht haben. Naja, also wenn wir dem jetzt, Herr Sablowski, also muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn wir dem jetzt nur eine 200 geben und ihm nicht den Massencrash anrechnen, dann haben wir ganz schön verfehlt, das Justizia-System. So würde ich das nicht sehen. So würde ich das nicht sehen. Ja, schon, weil es sind ja immer noch mal alle beteiligt an der ganzen Sache, auch wenn er den Fehler gemacht hat, das ist korrekt. Geht ja schon wieder gut los, Herr Juttke. Sie haben gesagt, das ist ein einfacher Fall. Also für mich ist das ziemlich eindeutig ein Massencrash so. Dass er den natürlich verursacht hat, weil er den auch einen Fehler gemacht hat, nicht auf der Bremse steht. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Wenn er reported werden würde, dann würde er ja auch die Strafe kriegen. So, aber wir können ja jetzt nicht ihm weniger geben, weil warum sollten wir ihm jetzt weniger geben? Es ist ein Massencrash, Punkt. Schießen Sie mal nochmal ab, den Jummi, bitte. Naja, gucken Sie mal nochmal. Natürlich. Wir gucken uns das an. Wir analysieren das ja. Dafür sind wir ja hier. Ja. Soll ich langsamer machen? Nee, alle Dudes. So, okay. Wir sehen ja jetzt hier der Aston Martin. Der verursacht erstmal die erste Kollision. So. Steht jetzt der AMG irgendwie auf der Bremse oder ähnliche? Nee, er fährt dann irgendwie weiter. Versucht da irgendwie hin und her zu wursteln. Das heißt also, in der Folge des Unfalls macht der AMG ja auch einen Fehler. Und das dem Aston anzukreien, das würde ich dann wieder nicht so cool finden. Der Aston, klar, Crash, absolut. Aber dass in Folge dann der AMG da links und rechts rudert, als käme er besoffen aus der Kneipe wegen morgens um 4:30, sehe ich schwierig. Am Ende hat er den Massencrash verursacht. Er ist der Auslöser, wie Sie schon gesagt haben, Herr Sablowski. Ist halt in der Situation, finde ich, schwierig. Also man kann darauf entscheiden, kann aber auch nicht. Das ist, finde ich, meiner Meinung nach eine 50-50-Entscheidung. Für mich ist das kein 50-50. Sehen Sie, und dann sind wir jetzt schon mal vor Gericht, Staatsanwalt und Richter. Da kommen wir ins Dilemma. Naja, nun mal, es sind alle Autos da reingefahren. So, der Verursacher davon ist der Aston Martin, weil der hat den Benzer jetzt da angeschoben. So. Also in der Konsequenz würden Sie jetzt 3 Tage Sperre geben. Heißt das richtig? Es ist ein Massencrasher. Ja. Aber ihm jetzt dafür 200 zu geben, finde ich ein bisschen, also es ist Runde 1, Turn 1 und Sie haben immer gesagt, Herr Sablowski, und da waren wir uns beide auch immer einig, das muss hart geahndet werden. Absolut. So, und wenn wir jetzt nochmal ganz frech sind, ja, dann können wir ja den McLaren hier an der Seite auch noch mit aufrechnen. Weil den hat er ja auch noch bespielt. Mhm. So. Schießen Sie mal nochmal ab, den Jungen. Naja, also gucken hier. Sie mal. So, erstmal den und dann noch den anderen hinterher. So. Ja, AMG, gut, hat Kontrolle verloren. Dann ist es meiner Meinung nach, es ist schwierig, das auseinanderzudröseln. Ich verstehe Sie. Ich möchte da überhaupt nicht, absolut nicht gegenreden, dass es gar nicht so ist. Ne? Vielleicht sollte man das auch wirklich dann nochmal an den obersten Gerichtshof geben, weil, ich bin der Meinung, da ein bisschen locker. Sie sind natürlich, verstehe ich auch, Herr Juttke, Sie sind ja, nachdem Sie selber auch mal die harte Hand gespürt haben, wollen Sie natürlich auch mal den Schlagring rausholen. Nee, verstehe ich. Möchte ich nicht. Es geht mir einfach darum, dass es Runde 1, Turn 1 ist und das wollten wir immer hart ahnden. Ja. So, nur weil jemand nicht auf der Bremse steht, können wir ja die Strafe für den anderen nicht verschönern, wo er schon bevor alles losging, schon 2 Autos benagelt hat. Absolut, nee, wie gesagt, verstehe ich. Also vielleicht bevor.
Ja, machen Sie? Nee, aber bevor wir uns hier streiten und und unser ganze zwischenmenschliche Liebe hier komplett verwelkt. Die wird niemals verwelken. Ach, Herr Herr Jutke. Sablowski, niemals. Das hier ist ja nun mal, es ist nur mal eine Entscheidung so. Ja, nee, absolut, Herr Jutke, absolut. Absolut. Aber Absolut. hier keinen zu geben, Herr Sablowski, und das hier vor allen im Gerichtssaal, das würde ich sehr schwierig finden. Nee, ich möchte es ja nicht abstreiten. Ich möchte es ja nicht abstreiten. Absolut. Ja, ich muss erstmal kurz hier Ihre Friese nochmal richten. Sie haben heute wieder anderes Licht, scheinbar. Aber das kriegen wir hin. Extra Mühe geben, Herr Jutke. 1,5 Kilo Karussellschmiere. Oh, jetzt geht's. Ich glaube, man sieht's. Sollen wir das denn in die Notiz mal mit reinschreiben, dass wir das gerne. Wo ist das denn? Notes. Können wir da in German reinschreiben? Ja, ne? Ja, da schreiben wir in German drin. Ist ja auch immer eine Richterempfehlung. Das kann ja, ist ja voll und ganz richtig so, Herr Jüttke. Wie gesagt, ich will mich da ja nicht mit ihm streiten. Und auch das ist, ja, vielleicht eine 60-40-Entscheidung, vielleicht eine 50-50-Entscheidung. Vielleicht haben sie auch mehr Recht als ich. Aber ich würde es mir gerne nochmal vom Obersten Gerichtshof dann angucken lassen. Das ist wirklich, Herr Sablowski, Sie sind echt weich geworden. Ho Wir müssen auf Hold, ne? Ja. Ja, Ja. on hold. Sie sind echt weich geworden, seitdem Sie da aus Ihrem komischen Urlaub zurück Ja, Herr sind. Jutke, Sie wissen doch, kleine Kinder machen einen weich. Ja, ich merke das schon. Dass Sie das noch in Ordnung finden, ist wirklich. Oh, was sehe ich denn hier? Den haben wir versucht sogar, glaube ich, mit reinzunehmen. Ich weiß nicht, ob wir den sogar drin haben. Den würde ich sogar mal reinnehmen. Mal gucken, Wer müssen hat mal denn da gucken. wen reingehauen? Aha. Ja. Ah ja. Das könnte Machen wir doch. erstmal Nee, den nächsten, oder, Herr Jüttke? nee, das können wir nicht machen, Herr Sablowski, wegen Befangenheit. Das funktioniert Ja, das nicht. stimmt schon. Nee. Stimmt schon. Sagen Sie mal den nächsten, ja. 30447. 30447. Oh, da war ein Genau. Sprung, du. Überschrift, Herr Jüttke, jetzt hören Sie Ich zu. höre zu. Stoßstangen kraulen. Moment. Was ganz Stoßstangen romantisch, kraulen. ja, was ganz romantisch klingt, endet meist in einer Sauerei. Oh ja, okay, gut. Dann kraulen wir uns einfach mal die Stoßstangen. Also, das haben Sie jetzt gesagt. Ja, hier sehen wir, wie der Delinquent da leicht die Stoßstange krault. Dem Aston Martin hat es nicht ganz so gefallen. Er hat sich ein bisschen gekitzelt gefühlt, hat deswegen seinen, ja, Hintern rumgerissen. Nichtsdestotrotz ist es unerlaubtes Kraulen am Racingplatz. Und dementsprechend hier auch zu ahnden mit der Klassenstrafe minus 160, minus 0,4, causing a collision. Sehen Sie das anders, Herr Jüttke? Habe ich noch nie entschieden, warten Sie. Wir müssen auch gucken, ob es die Richtigkeit ist, die eingereicht wurde, Herr Sablowski. Weil bis dato haben wir noch nicht den anderen gesehen. Korrekt, Herr Jüttke. Darauf müssen wir ja auch achten. Aber so weit von Herr Jüttke. Und was ich sehen will, ist, ob er durchzieht. Weil wenn er nämlich durchzieht, habe ich gehört, kann man schon ein bisschen härter ahnden. Wo haben Sie denn das gehört? Weiß ich nicht. Und er zieht durch. Naja, nicht ganz. Herr Sablowski, darüber sollten Sie mit mir wirklich nicht diskutieren. Das geht sehr lange. Oh, jetzt wird die Zwischenmenschliche, Nee, jetzt nee, 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 bröckelt nee, es nee, doch. nee, 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 weil dann packen wir 28 Tage Urlaub aus und dann zeige ich Ihnen das auch mal, was Leute als durch, das ist durchgezogen. Zeigen Sie mal nochmal. Naja, er hat nicht wirklich abgebremst.
War die ganze Zeit auf dem Gas. Also hier bremst er, hier Gas weg, ja, da und jetzt gibt er wieder Vollgas. Also er war schon, also während der Kollision war er nicht auf dem Vollgas. Das können Sie mir jetzt nicht erzählen. Ja, aber da kann er ja auch noch kein Gas geben an der Ecke. Aber ist okay, ich wollte das nur noch mal ganz kurz zwischen uns klarstellen, damit Sie verstehen, wie ich meine. Man ändert nichts am Sachverhalt. Na klar, Jutke. Er bremst aber auch nicht, Herr Sablowski. Ja, das ist richtig. Nicht auf der Bremse, aber er zieht halt auch nicht komplett durch. Ja. Ich verstehe, was ich meine, ja. Gut, gut, gut. Entschuldigung, der Urlaub war so hart, ich habe, ne, Sie verstehen schon. Für mich auch, Herr Jutke, für mich auch. Für Sie war der Urlaub hart? Das glaube ich nicht. Ja, mit Ihrer Frau im Urlaub, dann sagen Sie mir nicht, dass das nicht hart ist. Minus 160, minus 0,4, Herr Jutke. Ich muss gerade mal gucken, ich habe das so lange nicht gesehen. Bisschen weiter oben, bisschen weiter Herr oben. Herr Sablowski, ich habe das schon eingestellt gehabt vorher. Ich will erstmal mal gucken, ob sich was geändert hat, weil ich habe das seit 2 Monaten nicht gesehen. Verstehen Sie? Weil hier gibt es auch noch was. Verstehen. Ja, ja, genau, aber... Okay, da Sie ja frei hatten für geraume Zeit, verstehen Sie? Hier steht sogar schon was drinne. Moment! Das war aber nicht ich. Da haben Sie doch gerade drin kopiert. Echt jetzt? Herr Jutke, sagen Sie mal, trinken Sie heimlich? Ich habe das Gefühl, warten Sie mal, ich muss mal Konterwasser trinken. Na schön den Doppelkorn jetzt hochkant in Rachen rammeln, jawohl. Entspannen Sie sich. Entspannen Sie sich bitte. So, dann. Next. Jawohl, Herr Jutke. 30, 4, 6, 9. 30, 4, 6, 9. Alter, wir springen mit einem kleinen Schmunzler LFM jetzt auch in Minecraft. Das ist ja... Ja. Ja. Also ich glaube, grafisch wird die Simulation hier auf dem Taschenrechner laufen lassen. Vielleicht ist es auch nur die Aufnahme. Kann auch sein. Es leckt aber wie Sau, ne? Also der Fahrer selber. Je sais pas. Il y en avait 5 au total. Je suis premier, c'est pas mal. De quoi c'est bien cette temps, de quoi tu parles? Ja, hier sehen wir natürlich den Klassiker in Kurve 1. Drängler auf der linken Spur. Hat natürlich einen Bremspunkt ein bisschen verpasst. Ich habe wirklich eine Theorie, dass sie den Code nicht hinhauen. Ja. Gucken Sie mal bitte, Herr Sablowski, wie der warp. De quoi c'est bien cette temps, de quoi tu parles? Der Audi. So ein bisschen, ne? Bisschen? Ich hatte nämlich gestern auch so einen Fall. Ich hatte gestern auch so einen Fall mit einem Kollegen und habe auch mit ihm darüber geschrieben. Also wir haben uns nicht irgendwie eine Haare gekriegt, sondern ich habe ihn offensichtlich nicht berührt, also im Replay, aber er ist trotzdem weggerutscht. So, und hier an der Stelle, ich möchte gerne die Seitenperspektive davon. De quoi c'est bien cette temps, de quoi tu parles? Die können wir, glaube ich, leider nicht bieten lassen. Nee, ja, aber völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Herr Sablowski, wenn Sie mal überlegen, Sie stupsen ein Auto hinten links an. Ja. Geht das so weg? Ja, muss. Ja, doch. Der Turn-In ist ja links. Ja, dementsprechend. Ja, klar. Nee, ist richtig. De quoi c'est bien cette temps, de quoi tu parles? Ja, ich meine, es ist causing a collision, aber ich würde trotzdem gerne mal was dazwischen sehen, weil der. Ja, also Audi den Punkt mit dem Netcode. Da gebe ich Ihnen. Ist das da stimme ich Ihnen zu. Ist das richtig eingereicht hier? Ja. Ja, vielleicht sehen wir es hier auch nochmal ein bisschen besser. Ne, kann man nicht sehen. Aber der ist halt sehr am Warpen. Aber gut, ist halt causing a collision. Ne? Dadurch, dass wir nun keine Möglichkeit haben, es seitlich zu sehen. Ja. Ja, bleibt müssen wir richtig, müssen wir von der Annahme ausgehen. Ja. Übrigens, dieses Mal habe ich es wirklich da reingeschrieben. Jawohl, Herr Jutke. Dieses Mal habe ich es wirklich da reingeschrieben. Na dann, was haben wir denn als nächstes?
Herr Jüttke. Ja. 30475. 30475. Oh, wir werden diese Woche sehr viel von. Ja, wir haben versucht, dann einen guten Mix noch mit reinzubringen. Deswegen, da hüpfen wir nachher in den Zahlen. Erst geschubst und dann doch festgehalten. Oh, oh, da ist wohl Joghurt im Kofferraum. Oh ja. Wer hat denn da jetzt wen? Der Honda hat den McLaren reported. Was? Herr Sablowski, finden Sie nicht auch, dass der Zeitaufwand für diesen Report einfach zu hoch ist eigentlich? Weil genau das wollte ich mit ihm besprechen. Also man kann hier definitiv eine Strafe geben. Klar, warum nicht? Man könnte aber auch genauso NFL geben. Aufgrund Lackschaden. Bloß sind wir jetzt hier schon bei einem Lackschaden. Ist das schon mehr? Ist das eine ordentliche Beeinträchtigung? Er fährt ihm hier hinten drauf, nochmal seitlich, nochmal Aero, nochmal hinten auf dem Radnabe. Also, ich glaube, hier befinden wir uns schon ein bisschen höher als beim Lackschaden. Kann es aber auch wirklich verstehen, wenn man argumentiert, ja komm, also leichter Dreher, er hat jetzt jedenfalls aus dem Video nicht ersichtlich keine Track-Position verloren, dahinter ist jetzt ein Porsche, weiß man nicht, ob er da noch vorbleiben kann. Also das ist jetzt Tatsache, beides möglich. Wir können die Runde nicht sehen, doch gleich, warte. Ist auf jeden Fall nicht Runde 1, ist Runde 8. Oh, er hat das sogar geschnitten. Krass. Na, also wohin tendieren Sie denn, Herr Jüttke? Also ich hätte das nicht mal reported. Mhm. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Zeigen Sie mal nochmal, wie sich der McLaren verhält. Sie haben ja da, ob der durchzieht oder nicht. Nee. Ah, hier steht, löst er die Bremse. Der steht immer auf der Bremse. Der steht auf der Bremse, der lässt sie schleifen. Gucken Sie bitte genau hin. Er steht permanent auf der Bremse. Zwar nicht voll, ja, aber er schleift hier, ja, lässt laufen, ja. Ich meine mal, da ist es dann schon passiert. Und wenn er dann noch härter bremst, dann steht er in der Kurve und dann fahren die hinter ihm rauf. So, ne? Mich würde mal interessieren, wie das Volk hier quasi entscheiden würde. Sagen die Lackschaden oder sagen die so, das muss bestraft werden? Ohne dass wir, das jetzt, das ist einfach mal nur so, ohne dass wir daraus jetzt sagen, okay, 6 haben ja gesagt, 7 sagen nein und so machen wir das. Sondern da einfach mal so vom Gefühl her, würde mich mal interessieren. Ah, Lackschaden, hier sehen wir Lackschaden. Ja, eben, ich hätte es ebenso auch bewertet. Also wir haben hier eine Strafe vergeben, aber man kann es eben auch genauso sagen und sagen, ey komm, Lackschaden. Wissen Sie, Herr Sablowski, das fehlt auch noch im Justitia-System. Ich würde ihm einfach eine richtig fette Warning reinzimmern. Warning haben wir. Ich würde ihm halt wirklich eine fette Warning reinzimmern und ihm mal nett darauf hinweisen, dass er nächstes Mal mehr Rücksicht darauf nehmen soll. Ja. Weil, also ich bin ganz ehrlich, Herr Sablowski, er hat zurückgezogen. Also er hat ihn natürlich wieder hingeschoben. Hat ihn laufen lassen, ist da nicht über einen Rasen geheizt oder so, sondern runtergegangen. Ja. Also Sie können eine Warning versprechen, also man kann auch den Text reinschreiben, causing a collision plus eine Warning würde gehen. Da vielleicht nochmal mit dem Hinweis, aber wie gesagt, da bin ich auch bei Ihnen. Man könnte hier beides tun, meiner Meinung nach. Und aber mit Lackschaden ist es auch völlig in Ordnung. Also man würde hier, glaube ich, egal wie man sich entscheidet, würde man sich nicht falsch entscheiden. Punkt. Naja, passen Sie auf, Herr Sablowski. Hier kommt mal mein Standpunkt dazu. Ja. Die Sprintserie ist ja sehr rabiat. Ja, manchmal schon, ja. Relativ häufig. Und aufgrund der Tatsache, dass die Sprintserie so ist, würde ich da durchziehen. Dass Leute sich das abgewöhnen. Genau, und eben die Strafe vergeben. Also ich sag mal, lieber eine Strafe vergeben als eine zu viel, als eine zu wenig, glaube ich. Nee, das finde ich auch nicht gut.
Strafen sollten immer fair sein. Ja, na klar. Aber wie gesagt, wenn wir hier diesen 50-50-Fall haben, ne, dann meine ich, klar, also jetzt kommt auf den Fall drauf an. Das ist schon logisch. Ja, nee, also unter dem Gesichtspunkt würde ich das schon noch abdrücken. Ja, und so haben auch die Ermittlungsbehörden mir das weitergegeben. Also sie würden da auch eine Strafe geben. Aber ich sag's nochmal, ich werde auch bei Ihnen mit dem Lackschaden. Aber ich denke, eine Strafe ist halt eben auch nicht falsch. Also ich persönlich, ne? Ja. Ich finde, die Sprintserie, die habe ich jetzt, glaube ich, seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Weil man hat schwer zu fahren. Mhm. Und ich denke, da sollte man wirklich reinknallen. Ja. Uns fällt es natürlich auch auf. Natürlich muss man auch sagen, Zolder ist eine Strecke, da muss man halt, glaube ich, also da weiß man vorher schon, dass da viel passiert. Die deswegen aus dem Rennkalender rauslassen, weiß man auch nicht, ob man das machen sollte. Aber ja. Wie gesagt, wir sehen das alles. Ist nicht so, dass wir das einfach nur so laufen lassen. Season 9 ist schon quasi in der Planung. Wer weiß, was da passiert. Vielleicht nehmen wir auch mal eine Serie raus, ersetzen oder und so weiter und so fort. Machen vielleicht andere Bedingungen. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch die Sprintserie sehr beliebt. Aber ich verstehe natürlich ihr Anliegen. Man müsste einfach in den Köpfen der Leute irgendwie mit irgendwelchen Chemtrails arbeiten, die dann den Synapsen der Rennfahrer irgendwie mal ein bisschen Entspannung beibringt. Irgendwie sowas. Das tut eigentlich schon weh, das abzuschicken. Bin ich ganz ehrlich. Okay. Gut. Aber haben Sie ja gerade selbst gesagt. Also von daher. Ja. Ja. Was haben wir denn noch auf dem Zettel? So, jetzt gehen wir mal auf eine andere Strecke. 30482. Ja, also hier. Panorama. Ja, also hier wird es auch aus dem Volk gerufen. Wie gesagt, Zolder ist jetzt wirklich, ist einfach, die ganze Strecke ist ein Unfallschwerpunkt. Da könnte man überlegen, ob man die vielleicht aus dem Rennkalender rauslässt, etc. oder da irgendwelche Anpassungen. Aber es ist jetzt, wie es ist. Man kann ja auch sagen, die Fahrer müssen einfach nur vernünftig fahren, dann hat man diese Probleme nicht. Ne? Also wo, das würde, ne, ich jetzt sagen, weil Zolder ist eine sehr schöne, ja, Strecke. Eben, absolut. Also wir als Veranstalter können da ja nicht, wie gesagt, ich sag, glaube ich, jedes Mal, wenn wir den Menschen ins Lenkrad greifen könnten, wir würden es tun. Können wir aber nicht. Aber wir machen jetzt weiter. Herr Jüttke, 30482. Habe ich offen? Jawohl, ich sehe, Herr Jüttke, in your face in the chase. Ja, wir kennen ihn alle. Ja. Gleich kommt er. Moment. Und links kommt er. Wir kennen ihn alle. Ja. Auch hier klassisch natürlich. Ja, und da wir uns in der ersten Runde befinden. Oh. Mhm. Huch. Geben wir da eine leicht erhöhte Strafe. 200 Elo Abzug und müssen 0,5 SR. Spielt keine Rolle, ob der zu früh auf der Bremse steht oder nicht, weil der Hintermann hat darauf zu achten. Ja. Hat er Nummer. Es ist leider Gottes, auch wenn es jedes Mal bescheuert ist, wenn das passiert, aber der Hintermann hat darauf zu achten. Hat er. Ganz genau. Ich sag mal, und hier ist jetzt kein Brake-Check oder ähnliche, wo man jetzt sagt, okay, der bremst jetzt hier 100 Meter vorm eigentlichen Bremspunkt, dann ist es nochmal was anderes, aber wenn um den Bremspunkt herum ungefähr gebremst wird, selbst wenn es mal 5 Meter früher sind, dann muss man darauf achten. Absolut. Ich würde die Bremspunkte generell verschieben. Also, ja, wenn ihr hinter jemanden seid, da sowieso. Um jetzt mal kurz was, um auch ein
einen Lehrauftrag zu erfüllen. Ja, also, sehr gut. Das vergessen wir ja relativ häufig. Wenn ihr also, hier ist er. Wenn ihr diese Situation habt, habt ihr schon mal einen ganz anderen Bremsweg, weil vor euch kommt, presst keine Luft aufs Auto. Das heißt, euer Bremsweg ist sowieso schon mal länger. So, wenn wir jetzt mal gucken. Also er bremst schon so ein paar Zentimeter früher. Er hat eine, also ich entnehme den Pixeln irgendwas mit 53,8 Bremsballons, würde ich jetzt sagen. Mhm, und er bremst ja einen Meter früher, also nee, einen Meter, ja doch, einen Meter früher und hat aber keinen Druck auf dem Auto. Das heißt, er würde niemals einen normalen Bremspunkt haben. Also der normale Bremspunkt wäre hier. So, er hat jetzt hier angefangen zu bremsen. Er nimmt ihm die Luft weg. Das heißt, er bremst sowieso, sein Bremsweg ist länger. So, er steht zwar die ganze Zeit volle Pulle drauf, aber dadurch, dass du sowieso, und das vergessen viele auch, dadurch, dass du auf der Geraden hinter dem anderen dran bist, hast du schon mal Überschuss. Das heißt also, wenn wir das mal vergleichen, der Ferrari, also er ist jetzt hier schon bei 280. Der Ferrari ist in der Kurve oben 279. Das heißt, der BMW ist schon 1 km/h schneller, ist voll im Windschatten drin und wird wahrscheinlich unten, also hier ist er bei 282. Der BMW wird wahrscheinlich bei 85 sein, nehme ich an. 83, 82, 85. Das heißt, der BMW ist schon 3 km/h schneller. Er ist 3 km/h schneller, bremst nur einen Meter früher und hat das Auto davor. Kommt ein Crashball raus. Funktioniert nicht. Und das vergessen ganz viele Menschen beim Fahren, also relativ häufig, was nicht schlimm ist. Ne? Aber das dürft ihr nicht vergessen, dass ihr A, Windschatten habt, nicht volle Bremsleistung und ihr kommt schneller bei den Bremspunkten an als das Auto vor euch. Solche und Fälle hatten wir schon. Oh, Entschuldigung, Herr Jutke. Nee, führen Sie erstmal Ihren Monolog zu Ende. Vergessen. Ach Mensch, Herr Jutke, solche Fälle haben wir öfter, wo wir dann als Gegenantwort kriegen, aber im Qualifying bremse ich doch da immer. Und da versteht man dann, okay, da fehlt dann einfach die Racecraft, genau das, was Herr Jutke gerade erzählt, dass man diese Faktoren einfach mit einberechnen muss. Man hat nicht immer den gleichen Bremspunkt im Qualifying, im Rennen sowieso nicht. Da ist Verkehr, Tank ist voller und so weiter und so fort. Und da muss man einfach wirklich die Bremspunkte anpassen. Und das ist, glaube ich, vielen, die anfangen und so, einfach nicht bewusst. Und da ist es wirklich wichtig, nochmal drauf hinzuweisen. Ja. Jo. Deswegen machen wir das ja. Jawohl, Herr Jutke. Haben Sie super, also hätte ich nicht besser machen können. Haben wir die Strafe schon vergeben, Herr Jutke? Habe ich schon abgedrückt, ja. Herr Jutke, jawohl. Als Hinweis, was man an der Stelle machen kann, was auch relativ häufig passiert, was man sehen kann, man kann beim Anbremsen rausziehen und dann wieder reinziehen. Weil dadurch kriegst du halt auch Druck auf die Karre drauf. Und du signalisierst ihm, dass du gerne angreifen willst. Und manchmal hat man Glück und er räumt, also er macht auf und du kannst reingehen. Du wirst ihn nicht berühren, weil du genug Kraft hast. Also du musst länger bremsen, wirst dann natürlich scheiße aus der Kurve kommen. Aber so kannst du es verhindern, indem du rausfährst, anbremst, also Auto runter. Und wenn du Glück hast, macht er auf und du gehst rein. Oder du gehst wieder dahinter und fährst einfach wieder hinterher. Das ist halt eine Möglichkeit. Ja. Was haben wir denn jetzt noch? Herr Jutke, 30483. 30483. Hier. Genau. Ich glaube, es geht schon wieder los. Ja, das können Sie bei Zolder eigentlich bei jedem machen, ne? Absolut, absolut. Das könnte man bei Zolder bei jedem machen. Was haben wir denn hier? Auch hier ein Klassiker. Ja, das hätte er uns auch ruhig noch zeigen können. Mensch, der Porsche sieht aber auch schon kaputt aus dahinter. Ja, der hat vielleicht den einen oder anderen schon sieht so aus. Auf die Motorhaube genommen. Das
zu früh die Bremse gelöst. Ja, hier lässt er einfach zu früh reinrollen. Ja, einfach mit ein bisschen mehr Schwung in die Kurve rein. Auch das, wie gesagt, da brauchen wir nicht verteufeln. Ich denke, dem, der noch nicht passiert ist, der werfe den ersten Stein. Und ich glaube, es werden keine Steine hier vorne ankommen. Aber ich glaube, dieser Unfall oder dieser Art Unfall ist, glaube ich, uns allen schon passiert. Man muss halt einfach immer wieder sensibilisieren und darauf hinweisen, ja, dass man halt darauf achten muss, wie kommt mein Gegner vorne raus. Und es ist auch nichts Absichtliches, es ist nichts Böses. Das passiert halt, wie gesagt, ich glaube, an einem Renntag von LFM 34 Mal, ohne dass es irgendwie in einer bösen Absicht oder in einer Unfähigkeit begründet wäre. Das ist dann einfach manchmal, okay, dann sind es die 3 km, 5 km Unterschied. Aber wir wollen es einfach auch immer wieder mal zeigen, um da ja zu sensibilisieren. Windschatten. Ja. Na denn, der nächste, Herr Sablowski. 30, 4, 8, 5, Herr Jutke. Vom Parkplatz in den Berufsverkehr. 30, 4, 8, wo ist er denn? 4, 8. 30, 4, 8. Ja, da ist er. 5, 5, 5. 5. 5. 5. Oh. Vom Parkplatz in den Berufsverkehr. Oh, solche Sachen gucke ich mir gerne an. Das ist meine absolute Lieblingskurve, um Menschen zu überholen übrigens. Ja, ist auch, glaube ich, die einzige gefühlt auf Watkins Glen. Meine absolute Lieblingskurve. Ich bin gespannt. Hallo, ich habe die Einkäufe, ich muss nach Hause. Ich habe Eis mit bei, lass mich durch. Das schmilzt sonst. Ja. Aber man kennt das, man guckt gerade noch auf den Kassenbon, was die Kassiererin da will er abgerechnet hat. Die Packung Kondome nee. Will er zweimal, nein. Die Frau. Natürlich nein, nicht, Herr Jutke. Sablowski. Natürlich nicht, Herr Jutke. Nein, also nicht, nee. Herr Sablowski, ich bitte Sie, in der Kurve würde ich nicht mal ansatzweise da hinfahren. Herr Jutke, Sie nicht, ich nicht, ich glaube, wir alle nicht. Der Herr hat's gemacht, leider. Weil er wahrscheinlich auf den Kassenbon geguckt hat. Aber die Strafe sollte natürlich auf dem Fuße folgen. Wow. Genau. Gut, ist uns allen schon mal passiert, sag ich, wie es ist. Kann man nicht verteufeln, schön ist es nicht. Ja. Oh, das ist... Das kann doch genau, dann nehmen wir eine minus 200, minus 0,5. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Minus 200, minus 0,5. Ich wollte gerade, also selbst, ja. Das wäre ja wirklich ein bisschen süß. Nein. Da war ein Fehler kurz in der Tabelle. Den habe ich auch gerade nachgeprüft. Minus 200, minus 0,5 ist hier eigentlich auch das Mindeste, ja. Wenn nicht, eigentlich sogar noch mehr. Das ist ja schon... Ja. Na dann. Ja, Freunde, auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr von der Strecke abgekommen seid, bleibt neben der Strecke, versichert euch, dass kein Fahrzeug hinter euch kommt, wenn ihr wieder auf die Strecke zurück wollt. Versucht es wirklich umsichtig. Erst wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass ihr keinen weiteren Unfall verursacht, kehrt auf die Strecke zurück. Vor allem auch in dem Fall, man hätte auch hier ganz genau links rumfahren können und so weiter. Erstmal neben der Strecke und alles prüfen können. Also da muss man wirklich die Radartüten mal auf den Satellit Astra stellen und die Empfangsgeräte schärfen. Da muss man einfach wirklich umsichtig sein. Ihr seht. Ja. Oder einfach außen fahren, wie jeder andere auch. Ganz an der genau. Stelle. Das ist wieder die falsche Kameraansicht. Der Report, alle wichtigen Kameraansichten waren dabei, plus die Option, beziehungsweise extra noch. Also, wollte ich gerade sagen. Da war jetzt, glaube ich, nichts irgendwas, was nicht nach Guideline war. Da war einfach bloß optional beziehungsweise zusätzlich nochmal eine andere Kamera, was auch okay ist. Wir hatten auch einen Report, der war vorhin 8,5 Minuten. Also das ist dann doch vielleicht ein bisschen lang, Freunde. Aber, ja. Haben wir den drin? Nee. Schade. Nee. Dann was haben wir denn? So, Herr Jutke. Oh, wieder was Feines. 30, 4, 8, 8. Zolder. Nein. Mount Panorama. Mhm.
Zwischenlager auf dem Weg zum Gipfel. Oh, es regnet, die Erde wird nass. Das sieht auch sehr doll nach Regen aus. Ja. Du hattest Cockpit wahrscheinlich ohne Lenkrad drin. Ja, vielleicht das. G-Head, wenn da irgendwie irgendwas falsch, deiner Meinung nach falsch gelaufen ist, bitte, bitte einfach ein Ticket eröffnen. Das hilft mehr, als das hier in den Chat zu schreiben. Da wird sich dann direkt jemand drum kümmern. Und es bringt nichts, weil vielleicht hast du ja wirklich irgendeine falsche Kamera an sich. Du bist nur der Meinung, dass du es richtig hast, aber vielleicht hast du es ja doch. Klär das einfach gerne ein Ticket. Da wird nochmal rüber geschaut, dann wird dir geholfen und dir auch gerne detailliert gesagt, was da jetzt richtig und was da jetzt falsch war. Dementsprechend ist hier einfach die falsche Stelle. So, kommen wir aber hier auch zur falschen Stelle. Ja, hier sind wir wieder bei dem Punkt Sicherheit. Nach einem Unfall, wie komme ich zurück auf die Strecke? Herr Sablowski, was will man da erklären? Ja, man kann hier, glaube ich, erklären, er wartet hier noch, ganz lieb und nett, hat dann hier mit dem nächsten, glaube ich, nicht mehr so gerechnet. Hier hätte er einfach trotzdem einfach komplett rechts bleiben müssen. Herr Sablowski, also, man sieht den doch im Rückspiegel kommen. Natürlich, natürlich, Herr Jüttke. Wie gesagt, Sie und ich, wir sehen den, aber... Gian, hast du das Video noch hochgeladen? Gib her, ich gucke mir das an. Ich sag dir, was da falsch ist. Mach ich gerne. Weil ich mag das nämlich nicht, dass Leute wegen sowas rumdiskutieren. Genau, deswegen habe ich das ja versucht ins Ticketsystem. So, kann man sich ja, und hier einfach... Kann man sich hier schnell angucken. Genau. Ja, also, ja, Herr Sablowski, ja, ich verstehe, der Lerneffekt ist einfach... Ja. So, also, ich weiß auch nicht, warum. Also erst rechts halten und dann komplett nach links ziehen. Ja. Also für meine Augen, wenn ich ganz frech bin, sieht das schon sehr mutwillig aus. Weil haben wir auch überlegt, Herr Jüttke, haben wir auch überlegt, aber... Weil, also um meinen Gedankengang jetzt zu erklären, wenn wir jetzt mal hier warten Sie. Wenn man jetzt... Naja, wo ist er denn? Hier. Wenn man jetzt hier guckt und darauf achtet, ne? So, der sieht den und jetzt zieht er rüber. Ja. The fuck? Ja. Also, das sind natürlich Zufälle, nehme ich an, ne? Weil ich bin kein Freund, zu unterstellen, dass jemand das absichtlich macht, außer er sagt es im Stream. Dass er es mit Absicht gemacht hat. Dann ist man aber ganz schön doof, muss man sagen. Ja, dann ist man ziemlich dumm, wenn man das sagt. Das stimmt. Also nehme ich mal einfach an, er wollte links runterfahren. Nichtsdestotrotz ist das schon sehr unangenehm. Ja. Aber ja, ich sehe Ihren Punkt. Und wenn man da eine Hintergrundgeschichte oder so irgendwie hätte, vielleicht, dann könnte man da Tatsache drauf kommen. Die Sache ist hier, er ist nicht off-track. Er steht ja auf der Strecke. Und dementsprechend ist es hier nicht unsafe rejoin in dem Sinne, sondern avoidable contact, weil er grundlos auf die Ideallinie zieht. Dementsprechend sind das minus 160, minus 0,4. Das finde ich nicht gut. Ja, aber juristisch gesehen ist das nun mal so, Herr Hüttke. Also mit Freuden drücke ich das ab. Ja, aber sowas von. Wie gesagt, wenn wir jetzt natürlich wüssten und vielleicht da noch mehr Futter hinter hätten, dann könnte man wirklich überlegen, ja, war es wirklich Absicht? Gab es da vorher Kollision? Können wir hier aber Tatsache leider nicht nachweisen. Können wir nicht, nehmen. Ja. Ja. Was haben wir denn als nächstes? 30489, Herr Jüttke. 30489. Dass es viel zu milde ist, geb ich dem Volk recht. Es ist aber juristisch, wenn man hier wirklich die Feinheiten beachtet, er ist auf der Strecke und zieht dann auf die Ideallinie und dementsprechend ist es ja ein avoidable contact und den bestrafen wir nun mal so. Und da ist kein Handlungsspiel. Und können wir nicht sagen, oh, naja, eigentlich ist es ja ein Unsafe Rejoin. Also, ne, wo zieht man da denn die Grenze? Gucken wir mal kurz. Das hier. Yeah.
Aber ich merke schon, beim Andi kommt der Bentley immer öfter. Aber ein bisschen Andi! Eine Herausforderung da. Eieieiei. Hol dir mal Lumpe. Reports, ich muss auch mal noch gucken, ob dass man da denn aber auch nicht stehen bleibt. Nö. Meine Cam hängt, aha. Jetzt geht's wieder. Jetzt müsst ihr wieder gehen, jawohl, danke. Aber wenn ich vom selben Auto wieder auf den Server komme, kriege ich auch meine Startnummer wieder. Das ist ja auch. Ja. Der wurde abgelehnt. G-Head, ja? Ist übrigens alles im Cockpit. Und eine von oben. Was steht drinne in den Guidelines? Welche davon ist optional? Diese. Welche ist nicht optional? Third Person. Genau. Ja, der wurde, ja, zu Recht wurde er abgelehnt. Du brauchst im Cockpit beide, hinten dran beide und das hier ist optional, oben beide. Ja. Also das, man sieht das, G-Head, und da gebe ich dir recht, dass das eindeutig ist. Das muss aber durchgesetzt werden, weil ja sonst jeder jeden Scheiß beim Gericht einreichen kann. Ja, und wo zieht man dann wieder die Grenze? Ja, okay, da machen wir, da wieder nicht. Dann kommt der Nächste, ja, bei dem habt ihr das aber gemacht, bei mir wieder nicht. Korrekt, und das geht nicht. Und nur mal hier die Zahlen, ne? 30489, 30.489, die Reports sind chronologisch erstellt, also ihr wisst, was das bedeutet. Wir haben über 30.000 Reports schon. Ne? Dass auch da, dass es da mal zu Fehlern kommen kann. Also wären jetzt zum Beispiel alles richtig gewesen, okay, dann hätten wir uns da auch natürlich direkt entschuldigt. Auch uns passieren Fehler. Das ist völlig klar. Aber in dem Fall, ja, konnten wir es ja hier gut auflösen. Aber wir können das auch noch gleich noch richtiger machen. Herr Sablowski, haben Sie gerade die Reporting Guidelines an der Hand? Ah, da steht sogar geschrieben im Chat. Das Geschehen ist grundsätzlich immer aus beiden Fahrerperspektiven mit weiten Verfolgerkameras, Taste 3, F1, zu zeigen. Zuerst aus der Sicht des Fahrers, welcher den Report einreicht, danach aus der Sicht des Fahrers, dessen Verhalten reportet wird. Also siehst du, G-Head hat jetzt auch gelernt, perfekt, dann konnten wir das doch gut auflösen. Also vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wir das nochmal thematisiert haben. Ja. Genau, deswegen habe ich das ja gleich mitgemacht, weil, also ich kann euch wirklich sagen, also es gibt viele Menschen, und das sehe ich und höre ich tagtäglich, also wenn ein Mensch die Leute richtig schult, dann ist es derjenige, der die Leute schult für die Reports. Also die sind richtig getrimmt, die Regeln durchzusetzen. Und das ist nicht einfach, dass da jemand sitzt, ja geil, habe ich keinen Bock drauf, mache ich jetzt einfach nicht. Weil die können die hoch und runter beten. Weil sonst... Absolut. Was machen sie denn? Entschuldigen Sie, Herr Jücke, ich wollte hier nochmal nachstellen. Ach super, gut. Dann haben Sie das jetzt korrigiert, weil ich kann es nämlich nicht mehr korrigieren. Nee, ist super jetzt. Ich denke, jetzt ist okay. Also wenn ihr das wirklich macht, lest euch bitte die Guidelines durch. Genau, man kann den Report dann natürlich auch nochmal neu einreichen, wenn es jetzt wirklich nur wegen Kamera oder irgendwas ähnliches wird. Dann hat man immer noch, und dann ist auch das Zeitfenster verlängert. Also, ganz genau. Also lest euch das bitte vorher durch, bevor ihr euch ins Internet setzt. Ne? Und das geht nicht gegen dich, Jihad, sondern generell einfach, dass Leute dann natürlich Unmut verbreiten und oftmals ist es nicht begründet. Also, ne?
einfach Kiki und dann nochmal neu den Apparat. So, was, der nächste Fall. Ich hab schon offen. Wie war der Name? Wo kiekst du denn hin? Na, erstmal 30489. Nirgendwo hin, weil hier ist Bewegungsunschärfe an. Und ich denke mir schon so, ich fahre in Warp-Geschwindigkeit. Dabei ist es einfach nur 10 km/h wahrscheinlich. Und es rauscht wie Hulle. Ist am Meer. Ja, also hier wieder natürlich den Klassiker. Wie vorhin schon, gleiche Stelle, gleiche Welle. Hier sieht man, wie er dann in der Kurve reinguckt, aber na gut. Ich denke, den können wir relativ schnell abhandeln. Das sind Sachen, einfach. Die sind super nervig, sie passieren halt aber einfach. Ganz genau, ganz genau. Auch hier nochmal die Sinne schärfen. Achtet darauf. Fahrzeugbremspunkt auch hier wieder. Klar, er wollte sich zum Angriff nebensetzen, aber hätte man ein bisschen besser machen können. Er war aber noch gar nicht bereit zum Angriff. Soweit war er. Also er war ja noch nicht mal ansatzweise irgendwo, ne? Also an der Stelle vielleicht. Scheiße, jetzt habe ich das schon weggemacht. Mist. Welcher war? Ach, kann ich nicht mehr sehen. Gut, wir kriegen 30489 war das. Wir kriegen bestimmt gleich noch einen neuen. Also nur um euch das mal kurz mit, also weil wir ja auch einen Lehrauftrag haben. Versucht euch mal visuell gerade diese Kurve vorzustellen, ja? Wenn du also ein Fahrzeug hast, was schon früher, also so eine Autolänge vor dir ist, der ist aber auch früher dann in der Kurve drinne. Das heißt, der ist ja in der Bahn, die er fährt, in dieser Kurvenbahn, ist er ja schon dir weiter voraus. Das heißt, da, wo du dich daneben setzen willst, macht er ja schon dicht. Also ist dieses Überholmanöver ist ja ganz nett und kann auch funktionieren. Nur dürft ihr an der Stelle nie vergessen, dass der Vordere fast immer recht hat. Der hat immer recht. Also wenn du vor Gericht gehst, hat der immer recht, weil du leider auf ihn achten musst. Also sind solche Überholmanöver, treib die lieber in die Fehler. Also fahr halt raus und bremst an und guck, ob er die aufmacht. Also das geht ja auch. Aber einfach so reinziehen oder später bremsen, das sowieso, das verstehe ich nicht. An der Sache, was ich halt nicht verstehe, ist, Leute bremsen noch später als im Qualifying und wundern sich, dass sie hinten drauf fahren. Je früher du bremst und kontrolliert halt, sag ich mal, nur ein Viertel oder Hälfte bremsen kannst, kommst du auch genauso nah ran, aber du hast immer noch genug Spiel, um zu reagieren und nochmal richtig drauf zu treten. Und so kommst du auch mit mehr Schwung noch aus der Kurve raus. Also dieses noch später bremsen, um näher dran zu sein, ist eher sogar noch kontraproduktiv. Also lieber früher bremsen und schleifen lassen und durchziehen, genau. Und dann mit dem Schwung und Windschatten durch. Dann. Genau. Da muss man dann natürlich wieder aufpassen, klar, dass man da nicht zu viel Schwung hat wieder und den, was wir vorhin dann gesehen haben, aber Rennfahren ist nicht einfach mit anderen. Absolut, absolut. Und wie gesagt, wir reden ja darüber, ne, das sind Tipps und es wird keiner verteufelt, wenn solche Sachen mal passieren. Ne? Das ist absolut also wirklich, nicht. Das ist ja das tägliche Brot. Natürlich sollte man es auch nicht zu bagatellisieren, ne? Man macht ja, ach, naja, ist ja nicht schlimm, wenn mir das passiert. Sondern einfach da die Sinne ein bisschen schärfen und andererseits aber auch wirklich mit dem Wissen, ey, da wird keiner auf dem Marktplatz an Galgen gebammelt, wenn das mal passiert. Machen wir weiter, Herr Jutke? Ich möchte noch kurz aus dem Saal was aufgeben. Ich frage als Noob, wie ist das denn in superschnellen Kurven, wenn der Gegner einen extrem schlechten Exit hat und ich da reinkachel, weil ich nicht mehr bremsen kann? Da müsste auch schuld. Leider. Ja, ja. Es ist so, schmeckt mir auch nicht, aber es ist leider so. Weil man kann das halt einfach dann nicht auseinanderhalten, ne? Also du wirst wahrscheinlich vielleicht eine mildere Strafe kriegen. Oder je nachdem, sag ich mal, was da jetzt speziell vorgefallen ist in dem kann es auch no further action sein, also dass gar nichts gemacht wird. Das müsste man sich halt angucken. Wenn da jemand wirklich ein kaputtes Auto hat und die Strecke blockiert, wäre es halt dann no further action wahrscheinlich. Aber das sind halt wieder Sonderfälle. Richtig, da muss man sich wirklich die Szene genau, also klar, so wie du es jetzt hier beschreibst, aber kommt dann doch wieder auch auf Einzelheiten an. Ja. Hey Jutke, machen wir weiter? Mhm.
Sie haben was vorher, Sablowski, heute, ne? Noch? Ja, nee. Ja, nur sagen also, Sie. Ja, nur sagen Sie. Roswitha sitzt mir im Nacken. Ja, machen Sie mal. Gut, Herr Juttke, dann machen wir mal. 30497. Ah. Selber aus der Kneipe getorkelt. Das ist schön. Moment. Einmal durchspülen hier, du, bevor wir jetzt gucken. Oha. Na ja. So, da bin ich mal gespannt, Herr Juttke. Wir sehen hier, der Porsche, ja, fährt relativ weit rechts rüber. Platz wäre noch da. Der Erstkontakt geht dann aber meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, vom Aston aus. Ist das jetzt gerade mein Ernst? Herr Juttke? Ja. Was ist Ihr Ernst? Also es gibt da so eine schöne, das ist für mich immer ein sehr schöner Vergleich und das passt hier auch sehr gut. Wenn du Kevin Estre machen möchtest, ne, dann solltest du auch Kevin Estre können. Wenn du Kevin Estre nicht kannst, dann musst du das nochmal üben. Warum? Also ich nehme jetzt gerade mal an, dass der Essen den Porsche. Genau. Okay. Prüft das nochmal ganz kurz nach. Ja. Herr Sablowski, der Porsche lenkt nicht mal. Genau. Mein Reden, Herr Juttke, mein Reden. Der Porsche lenkt nicht mal. Der Punkt ist wieder eins. Tja, und deswegen würden wir hier No Further Action vergeben. Da der Aston Martin unserer Meinung nach, wenn dann selbst schuld ist. Hier gibt es den Kontakt, dadurch versetzt der Porsche. Hier auch beim zweiten Kontakt hat er meiner Meinung nach nicht gelenkt nach rechts. Ich bin ja bei sowas immer sehr pingelig, das wissen Sie ja. Nö, Herr Sablowski, würde ich auch ablehnen. Jo. Da ist keine Bewegung drin. Der Punkt steht wieder eins auf dem Strich. Es ist für uns auch no further action. Wenn dann selbst verschuldet, zumal, wie es auch hier durchs Volk richtig gerufen wurde, Aston kümmert sich dem ja nicht und versucht sich da weiter durchzudrücken. Dementsprechend, ja. Tja, wenn man Kevin Estre machen möchte, dann sollte man auch Kevin Estre beherrschen. Hat jetzt wirklich der Aston Martin den Porsche reportet? Ja, habe ich nachgeprüft, Herr Juttke. Ja, das ist okay. Ja, machen wir doch so einen ähnlichen aus der Riege. Oh. 30. Naja, her damit. 30518, Herr Juttke. Anruf beim Ordnungsamt. 30518. Ja. Oh, jetzt aber Sprung, du. Zeigen Sie mal her. So, Herr Juttke, lassen wir das mal auf uns wirken. Ist mal laut für 10 hier, halbe Konzerthalle konnte wieder mitmachen. So, was hier beim Ordnungsamt angezeigt wird, ist, glaube ich, das Kaputttrampeln des Blumen- und Kiesbettes. Hier. Aber lassen Sie die Situation mal auf sich wirken.
Nee, da kommt nichts weiter. Was hier, wie gesagt, moniert wird, ist, glaube ich, das Abkürzen. Auf jeden Fall hier Steven Spielberg-mäßig, Michael Bay, Drohnenflug über dem BMW. Auch das sieht man in den Reports sehr häufig. Herr Sablowski, was wäre denn die Strafe für Abkürzen? Ja, für Abkürzen, also für wirkliches Abkürzen, warten Sie, da gucke ich kurz mal rein. Absicht, Abkürzen im Rennen, absichtlich ein exzessives Abkürzen wäre 7 Tage Bann minus 120, und minus 0,3. Genau. Das wäre Abkürzen, also das wäre mit einem 7 Tage Bann verbunden. Schau noch mal, ob es da was Neues gibt. Nee. Zumal man sieht auch hier, also das meine ich zu sehen, dass der Honda den Gegenpendler hier versucht abzufahren. Also hier auf jeden Fall keine Absicht zu unterstellen ist. Ich möchte nur noch mal für die Leute im Saal, Entschuldigung, Herr Sablowski, ich Ja, möchte nur noch gerne. mal für diese Leute im Saal festhalten, das kann 7 Tage Pause geben. Und genau, ja. Wahnsinn. Genau, es gibt einmal Abkürzen auch mit Positionsgewinn, das wäre dann 3 Tage Bann. Und wenn man es dann nochmal mehr übertreibt, wären das 7 Tage Bann, genau. Ich glaube, hier müssen wir noch die Elo anpassen. Das müsste minus 200 sein und minus 0,4 würde ich jetzt tippen. Vielleicht haben wir da noch einen Fehler drin. Das ist ganz gut, dass wir das gerade nochmal gesehen haben. Aber genau, es gibt einmal 3 Tage für Abkürzung und einmal dann 7 Tage für die noch härtere, verschärfte Variante. Ja. So, und der hat nichts gemacht, weil er einfach nur sein Auto abgefangen hat. Ich möchte Genau, nur, und dass hätte, ich wollte wirklich nur, dass ihr das da hört. Ne? genau, und hätte der BMW nicht seinen Exit verkackt, wäre er sogar locker vorbeigekommen. So. Jawohl, Herr Lüttger. Dann der nächste, bitte. Jawohl, 30519, Herr Lüttger. Erst Regen, dann Aufregen. Wie der Saal halt gerade gedacht hat, dass er wirklich einen 3-Tage-Bann kriegt. Also so skrupellos bin ich auch nicht, ja. Mann, das ist heute wirklich nicht schön, sich das anzugucken. Absolut. Auch hier haben wir wieder natürlich den klassischen Fall. Hier gehen wir erstmal das komplette Feld durch, bis wir den anderen gefunden haben. Da haben wir ihn. Ja, also hier klar, ganz klassisch, absoluter Fehler. Ich muss dann dort stehen bleiben am Rand. Ich darf da nicht einfach wieder auf die Strecke zurück. Selbst wenn der Porsche jetzt von jemand anders auch abgeräumt wurde, ist das in der letzten Konsequenz dann doch wieder sein Fehler und er verursacht dann weitere Folgeunfälle. Klar, es ist ärgerlich für den Porsche, kann ich auch menschlich vor allen Dingen voll nachvollziehen, aber durch seine Handlung kommt es dann noch zu weiteren Unfällen, die man dann aber wirklich verhindern hätte können. Und dementsprechend, klar. Hier kommen wir nun zu einer kleinen feinen juristischen Sache. Also da, wo jetzt hier so ein bisschen der Hase im Pfeffer liegt, Herr Jüttke, ist, er befindet sich noch in der Drehung, wobei er meines Erachtens nach eine halbe Sekunde steht. Sind wir jetzt bei einem richtigen Unsafe Rejoin oder sind wir bei einem Avoidable Contact, da die Bewegung seines Drehers noch nicht abgeschlossen war, kann man das nicht als Unsafe Rejoin werten. Das ist jetzt so die Frage, wo geht man da juristisch rein? Nee, Das ist warten Sie. so. Nee, Ja, Herr genau. Sablowski. Naja, nee. Doch, Nee, doch, doch, Sie haben doch. nicht zu Ende Kicken Sie mal. geguckt. Ja. Nee, Sie haben nicht zu Ende geguckt. Ich lasse das mal kurz nochmal auf Sie wirken hier, ja? Jawohl. Hier steht er ganz kurz und jetzt fährt er wieder Nee, weiter. nee.
Gucken Sie bitte genau hin, Herr Sablowski. Und zwar bis zum Ende. Naja, dann lassen Sie mal bis zum Ende laufen und drücken hier nicht jede Sekunde Pause. Ja, was soll ich da jetzt sehen? Der reportende Mensch macht genau dasselbe. Ja, ja, genau. Da wäre ich ja auch noch drauf gekommen, Herr Rüttger. Das wäre noch in der nächsten Instanz dann noch gekommen. Aber ich dachte jetzt, Sie wollten jetzt nochmal was anderes anführen. Nee, ja. Unsafe Rejoin ist es nicht. Es ist Avoiding Contact, weil der Porsche steht ja nicht. Ja, genau. Beim Aston Martin könnte man jetzt sagen, okay, vielleicht wollte er jetzt wirklich einfach bloß von der Ideallinie runter Richtung Rasen. Und der andere musste ja nur ausweichen und die Kollision passiert ja off-track. Ne? Also, ja, Herr Sablowski, was ist denn Sabat? Wollen Sie sich heute komplett verarschen oder was? Das ist doch Körb, oder nicht? Nicht nur heute, Herr Jüttke. Das ist auf dem Körb hier. Und das gehört jetzt nicht mehr zum Track dazu, oder was? Naja, gut, okay. Ich sag mal, er steht mit dem hinten linkeren Rad, beziehungsweise von uns aus rechts gesehen. Ja, ist immer noch auf der Strecke. Steht auf der Strecke, ja. Aber es ist Avoidable Contact. Also ich würde da kein Dings geben. Nee. Ja. Es geht hier aber auch um den Porsche, ne? Also ja. Nur das war okay. Ja, wir sind uns da beide schon einig, ja. Ich würde am liebsten, wenn nicht, also das ärgert mich halt wieder, weil wir können den Reportenden nicht mitbestrafen. Das ärgert mich. Ja. Als Erziehungsschelle gleich mal hinterher, weil, also ja, ich verstehe das, aber du kannst doch nicht eins bei eins also anmelden und das nächste, also 30 Sekunden später genau dasselbe machen. So. Naja, bloß Herr Jüttke, wie gesagt, er war in eine andere Richtung und man könnte auch jetzt ihm zugute, oder man könnte jetzt sagen, er wollte einfach die Strecke freiräumen, indem er da losfährt von der Ideallinie vom Körb. Ja, passen Sie auf, jetzt können Sie ja aber nochmal wieder gegenargumentieren, dass der Aston Martin sogar noch mehr Einsicht hat, was da kommt. Also kann der Aston Martin sieht ja viel mehr sogar noch als der Porsche, wenn wir so argumentieren wollen. Ja, wollen wir nicht. Nee. Jüttke. Ach, das wollen wir denn auf einmal nicht mehr? Ah ja, ich verstehe. Ich verstehe. Das kann man sich ja so hinlegen, wie man das braucht, oder was? Nee, Jüttke. Wir haben das so gemacht wie Pasta Nolte. Der hat es gemacht, wie er wollte. Ja. Ich mache ihn auch gleich mal Pasta Nolte. So. Was geben wir? Minus 160, weil da, wie gesagt, da war jetzt die für uns oder für mich der Hase im Pfeffer. Ist das ein Unsafe Rejoin oder ist das ein Avoidable Contact? Nee. Ja. Ist ja kein Rejoin drin. Jawohl. Das muss wirklich mal eingeführt werden, dass der Reportende bestraft werden kann, Herr Sablowski. Dringend. Wirklich. Ist vielleicht gar nicht so eine doofe Idee. Vielleicht würde der ein oder andere dann nochmal drüber nachdenken und es würde dafür sorgen, dass der ein oder andere Report eben nicht gestellt wird. Ist eine Idee, die nehmen wir einfach mal wieder mit. Herr Jüttke. Und für falschen Report sollte es eine Warning geben. Und für vermehrte falsche Reports sollte man Reports nicht mehr annehmen dürfen. Ja. Damit Leute halt wirklich eventuell mal was daraus lernen. So. Ja. Oder dann wird mehr anders geschnitten. Dann haben wir dann nachher wirklich hier so kleine Kurzfilmchen, die dann so vorteilhaft geschnitten sind, dass derjenige selber dann nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Ja. Ja gut, aber da kann man ja auch sagen. Eine Idee ist es, ich denke, die können wir mal besprechen. Wir hatten uns auf jeden Fall mal auch wegen dem ganzen bürokratischen Aufwand dazu entschieden, das nicht zu tun. Ich nehme es einfach nochmal mit. Auch das schreibe ich mir da an, Herr Jüttke. Ja. Weil das wäre gut, weil überlegen Sie mal, wie viele Dinge uns. 15. Ja, so, hab's mir da an geschrieben. Ja, Herr Jüttke? Okay. Ja, was denn? Nächster Fall, bitte. 30529, Herr Jüttke. 30529, ja. So wird's gemacht. Ich frag, die waren gerade so sprachlos. Ich frag mich bei Ihnen einfach nichts mehr. Bei Ihnen einfach eine Gegebenheit. So, wie war das jetzt nochmal, bitte? 30529, Herr Jüttke. Und die Überschrift, so wird's gemacht. Bäm! Also nicht das hier, aber das folgende. Zack. Und hier haben wir mal ein Beispiel,
dass sich wirklich mal lohnt, zu zeigen, wie man es dann wirklich macht. Sehr, sehr gut gemacht hier von Porsche. Er tut mir wirklich leid, wurde hier natürlich weggerammelt. Aber er hat danach richtig reagiert und das wollten wir mal als Beispiel mit reinnehmen. Freunde, so wird es dann gemacht nach einer Kollision. Stimmen Sie mir dazu, Herr Jüttke. Abi, Mich ärgert, das wissen Sie, Herr Sablowski, wenn ich das sehe. Weil ich sehe mich da selber als, sag ich mal, Jungfahrer, sehe ich mich da auch. Also ich kann es schon, ich brauche nicht mal gucken, sondern ich höre es, dass er bremst, runtergeht, Gas gibt, nochmal bremst, sich aber nicht entscheiden kann, weil er denkt, dass er noch genug Platz hat und dann durchzieht. Und das ärgert mich so sehr, weil Menschen sich nicht entscheiden können, was sie machen möchten. Aber auch da, wir können ja hier mal sagen, es ist eine silberne Plakette, also kein Rookie mehr. Genau, vielleicht fehlt da noch die Erfahrung. Ne? Deswegen sage ich das ja gerade. Deswegen ärgert mich das so, weil wenn du dich dazu entscheidest zu bremsen, dann bremst halt einfach. Wenn du es nicht einschätzen kannst, also hört mal einfach da drauf. Ja. Weil an der Stelle wirklich ein lieb gemeinter Hinweis an euch da draußen, dann lass die Bremse nur schleifen. Dann lass sie schleifen. Also das reicht schon, weil du hast doch genug Geschwindigkeit. Schleif halt hinterher. Also nicht nur ein Viertel oder die Hälfte und dann reicht das schon, weil dann hast du noch Spiel. Aber nochmal Gas geben ist wirklich, das bringt euch nichts. Also sag ich euch jetzt mal einfach so, weil ich die Scheiße, also ich habe das auch schon gemacht. Deswegen ärgert mich das immer, weil das so ein Fehler ist, den man wirklich vermeiden kann. Super einfach, indem man auf der Bremse einfach bleibt. Nur halt mit weniger Bremskraft dann. Absolut. War das der Richtige? Schade. Aber trotzdem, wie Sie schon gesagt haben, sehr gut von dem Porsche-Fahrer, der das dann, der schön stehen geblieben ist. Jawohl. Herr Lütke. Ja. 30530 ist der nächste. Zeuder werden wir jetzt gerade nicht ganz los. Boderberg Hartsfeld Classic. Oh Gott. Herr Sablowski, können Sie mir bitte nochmal die Nummer sagen? 30530. Ah, okay, Entschuldigung. Ich war gerade, hatte gerade Gehirnfurz. Ja, also hier, glaube ich, gerade solche kann man schon fast ohne Video judgen. Hier vielleicht der Hinweis, hier befinden wir uns in der Rookie-Klasse, beziehungsweise wir sehen relativ viele rote Plaketten. Und auch das hier, deswegen Überschrift Boderberg Haspelt Classic. Haben wir jetzt heute schon zwei, dreimal gesehen. Hier ist tatsächlich interessant, dass sich beide so ein bisschen verbremsen. Dass dann der Honda noch ein bisschen mehr Pech hat als der Kollege dahinter. Ja. Der Nissan. Entschuldigung. Der Honda, der Nissan. Ja, aber nichtsdestotrotz, der Nissan hat die Kurve auf keinen Fall hier bekommen und ist dann einfach zu bestrafen. Punkt aus. Genau. Ja, denke, da brauchen wir uns gar nicht viel länger aufhalten. Ich denke, da das ist wirklich ein sehr, sehr klarer Fall. Aber hier auch nochmal der Hinweis. Ich denke, die Rotplaketten, die lernen dann noch. Und da gehen wir den Hinweis mit. 260, ne? Ja. 160, ja. Schon 160. Eingerostet hier. Das haben wir jetzt als nächstes ablaufen. Herr Jüttke, 30536. Der Spiegel ist nicht nur zum Schminken da. Nicht? Nicht nur. Also auch, aber nicht nur.
So, Herr Jutke, was sagen Sie dann zu dem Sachverhalt hier? Die Frage ist erstmal, wer hat hier wen reported? Reported hat. Schießen Sie mal weiter, ich sag Ihnen das. Der Porsche, den Audi. Okay, Moment. Es hat reported der Audi den Porsche. Ja, der Audi hat den Porsche reported, ja. Ja. Moment. Ja, genau. Genau. So. Wir haben das Fahrzeug jetzt, auch wenn es nur ein Zentimeter ist, hier neben. Ja, und dann kommt da der Turn-in des Porsches. Auf wem sind wir jetzt gerade? Auf dem Audi sind wir drauf. Genau, wir sind auf dem Audi und der Audi hat den Porsche reported. Ja, so, ja, ja, ja. Nochmal, so zum siebten Mal. Ich will nur wissen, wie die Pedaleingaben sind. Ja. Okay. Jutke, Sie machen mich ganz wuschig hier. Warum? Na, das fragen Sie noch. Abgefahren. Ja. Der Porsche kann also ja so viel später bremsen. Hier sind wir schon, genau, beim Bremspunkt. Also, und warum ich mir das gerade angeguckt habe, ist der folgende Grund. Der Porsche nagelt schon wirklich auf der allerletzten Ritze rein. Ja. Und der hätte ja die Kurve auch geschafft. Ja, absolut. Der Audi hingegen nicht. Was? Nee. Also nicht neben dem Porsche. Also, tut mir leid, Herr Sablowski, aber beim besten Willen nicht. Beim besten, in dem Winkel? Also, Herr Sablowski, Sie sehen, dass die beiden Winkel, das passt nicht nebeneinander. Also ja, da gebe ich Ihnen recht, aber ich bin der Meinung, die Kurve hätte er trotzdem bekommen. Also Nö. Klar, dass er einen anderen Einfahrtswinkel da wählt, ist schon korrekt. Aber Nö. Er wäre die Kurve hier rausgefahren. Ja. Da rausgefahren. Tja, da kommen wir jetzt ins Streitgespräch, Herr Jutke. Der wäre hier rausgefahren. Da. Das ist Tatsache wirklich reine Spekulation jetzt. Ja, natürlich ist das Spekulation. Na klar, weil der ja auch... Wollen wir die Geschwindigkeiten? Schade, können wir leider nicht. Ich würde gerne die Geschwindigkeiten vergleichen von den beiden Autos. Ja, können wir leider in dem Fall nicht, ja. Der Porsche hat die stärksten Bremsen. Da sind wir uns einig, ja? Ja. Und der Audi hat ja auch relativ starke Bremsen. Sind wir uns auch einig? Da sind wir d'accord, Herr Lüttke. Gut, der ist also neben dem Wagen, der am spätesten bremsen kann, daneben, 1 Zentimeter. Und bremst vielleicht 1 Meter früher. Wie soll das denn funktionieren? Was soll denn der Porsche da jetzt machen? Die Türen aufschmeißen? Nach Narnia? Die Türen aber auch nicht zuschmeißen. Wieso denn Richtung zu? Naja, wieso denn Wuppertal. Zuschmeißen? Was soll er denn jetzt machen, Herr Sablowski? Also hier geht Bremsen los. Ja. Gut, wenn wir richtig scheiße sind, können wir nachher Moving Under Braking in mir reinzimmern. So, wo soll er hin? Wo soll der jetzt hin? Jetzt hat er ein Fahrzeug. Also man kann hier drüber reden, dass der Turn-In genau in diesem Moment, als das Fahrzeug neben ihm ist, also man kann da schon mildern sprechen. Man kann auch hier in Richtung No Further Action gehen. Man kann auch in Richtung Strafe gehen. Das ist eben genau das Ding,
womit wir uns ja tagtäglich eben beschäftigen müssen. Wie bewertet man das jetzt genau? Deswegen haben wir diesen Fall auch mal mitgebracht. Okay, kann ich... die einen aus dem Volk sagen direkt, Porsche, schmeiß zu. Sie, Herr Jüttke, eröffnen jetzt diese andere Perspektive, wo man okay drüber streiten könnte. Das ist also hier auch wieder ein sehr, sehr, finde ich, ein streitbarer Fall. Nee. Wenn man in die eine Richtung denkt, in die andere Richtung, könnte man aber auch sagen, nee, der Porsche muss ihm da einfach ein bisschen Platz lassen. Auf dem Radar sieht er, dass er daneben ihm ist und dann kann ich diesen Turn-In nicht so fahren. Herr Sablowski, achten Sie bitte auf das Bremsverhalten des Audis. Jawohl, ich achte. Vielleicht sogar 9er. An dieser Stelle, Herr Sablowski, öffnet der junge Mann zweimal die Bremse. Die Kurve hat er aber trotzdem bekommen. Du, Herr Sablowski, also wirklich, Butter bei den Fische. Er öffnet zweimal die Bremse, deswegen ist er so schnell. Der Porsche fährt auf der Ideallinie. Mhm, ja, korrekt. So, das heißt, er bremst sich da rein und hätte die Kurve nicht bekommen, weil der Winkel gar nicht passt. Das sieht man von oben. So, jetzt können wir natürlich alle Spekulatius machen, dies, das, Ananas. Wenn ich aber davon ausgehe, ich sehe hier gerade das stärkste Auto auf der Bremse und der bremst auf der allerletzten Luke volles Brikett durch und daneben kommt ein Auto, was zweimal die Bremse löst, um da reinzugehen und das reportet er, ja, wo kommen wir denn da hin, Herr Sablowski? Also an welcher Stelle, also wo kommen wir hin, an welcher Stelle, wenn wir jetzt sagen, er müsste aufmachen? Dann müssten wir ja zu jedem, schwierig. Ja, dann müssten wir ja zu jedem sagen, er soll die Bremse aufmachen. So, und wenn jetzt hier schon, also nochmal, ich habe mir das ja nur schon ein oder zweimal angeguckt. Also A, bremst er nicht durchgängig durch, weswegen er diesen Überschuss hat. Und nochmal, also wo soll der Porsche hier aufmachen? Also mit welchem Recht soll er aufmachen? Wenn er doch beim Bremsen, als er beim Bremsen angefangen hat, vorne war. Und der Audi aber schon die Bremse löst. So, das Problem ist jetzt, also wir sind hier beim Turnen und sie sind kurz vorm Kontakt. Der ist jetzt bei der Hälfte. Wir gucken mal, wo der Porsche ist. Beim Viertel. So, wo soll er hin? Also, warum sollen wir Menschen, also warum, wenn wir racen, sollen wir jemandem eine Position schenken? Der eigentlich... Verstehe, Herr Jüttke. Hier ist wirklich dieses Problem, ist er beim Bremspunkt schon daneben, ist er da nicht, lässt er sich... Nein! Doch. Nee, ist er nicht. Ist er eben genau nicht. Genau, das meine ich ja als Knackpunkt. Das meine ich ja eben als Knackpunkt, Herr Jüttger, den man jetzt hier rausfinden müsste. Er bremst früher als der Porsche. Er bremst früher als der Porsche, ist vielleicht einen Zentimeter daneben. Und dann sollen wir den bestrafen? Es tut mir, also Herr Sablowski, tut mir wirklich leid, aber wo kommen wir denn da hin? Nee, absolut. Wie gesagt, da bin ich doch voll bei Ihnen. Ist doch alles in Ordnung. Ich meine ja bloß, man muss halt, wie gesagt, sehr, sehr stark darauf achten. Und das ist genau so ein Paradebeispiel dafür, dass man im ersten Moment das als sehr, sehr einfach bzw. klar sieht, aber dann mit mehreren Wiederholungen ist eben nicht mehr so klar ist. Und hier können wir halt drüber streiten. Ist hier schon der Bremspunkt? Ist er hier mit seinem Kühlergrill, mit dem vorderen Spoiler, ist er da schon daneben? Ja, nein. Geht das schon als daneben? Muss dadurch der Porsche auch aware sein? Muss er da vorsichtig sein, um zu wissen, ey, der ist neben mir, ich kann da nicht einfach so in den Turn-In. Ne? Also, ist sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Wären sie jetzt hier beide komplett auf gleicher Höhe, dann ist der Fall klar. Hier reden wir darüber, weil die vordere Schnauze des Audis schon ja knapp daneben ist. Reden wir von daneben oder reden wir da eben nicht daneben? Das ist jetzt wirklich, das sind ein paar Zentimeter. Der Audi diese Entscheidung hat aber, jetzt, der Audi ja. hat aber seinen Bremsvorgang schon angefangen, vor dem Porsche. Nochmal. Naja. So, und jetzt nochmal, weil ich ja wieder meine Lieblingsfans habe. Das ist ja wohl ein Witz. Erst rumheulen wegen Hotlappern und jetzt das. Also nochmal, ich möchte euch kurz mal erklären, was hier das Problem ist. Wenn wir das jetzt, da ist nichts daneben. Das ist nicht fucking daneben. Daneben ist Reifen neben Reifen. Das ist daneben. Der Porsche hat noch nicht gebremst. Der bremst jetzt. Ein Meter später als der Audi.
Warum zum Fick sollte der die Tür aufmachen, wenn der Audi in seinem Bremsvorgang von der Bremse geht, zweimal und dadurch einen Geschwindigkeitsüberschuss hat und dadurch da reinkommt? Wofür? In einem Winkel, wo ihm das niemals ansatzweise zusteht, in die Kurve zu gehen. Er hat kein Anrecht darauf. Wenn er hier wäre, okay, schön, das ist hier nicht nebeneinander. Ist es nicht. So, weil wenn wir nämlich da kommen, getroffene Hunde, ja, ich bin super getroffen. Ich werde ständig reported, andauernd, und habe auch super viele Unfälle. Kannst dir gerne meine Games angucken oder meine Rennen. An dieser Stelle ist er nicht fucking daneben. Ist er nicht. Er ist nicht daneben. An der Stelle, korrekt. Und warum? Also wirklich, warum zum Kuckuck sollen wir das jetzt, also warum zum Kuckuck sollen wir das jetzt bestrafen? Dann kommen irgendwann Menschen an und fahren noch einen Meter später hinter, kurz in eine Bremse, lassen die Bremse los und gehen wieder auf die Bremse, damit sie daneben kommen, um das dann zu reporten. Es tut mir leid, das geht nicht. Das funktioniert nicht, Freunde der Sonne. Weil dann kannst du da irgendwann reinkommen und niemand kann sich das angucken und wir können alle nur mutmaßen. Und das, was hier auf dem Blatt Papier zu sehen ist, dass der Porsche später bremst als der Audi. Der Audi löst zweimal die Bremse und der Winkel für die Kurve sieht richtig scheiße aus und er rammelt da einfach rein. Wie soll der Porsche darauf reagieren? Soll der geradeaus durchfahren im Bremsvorgang und das Auto wegschmeißen? In der Schikane? Wie? Wie gesagt, Herr Jutke, da können wir uns, glaube ich, noch 7 Tage streiten. Ich würde sagen, wir lassen das andere entscheiden. Ich glaube, hier gibt es Lager, die würden den Porsche bestrafen. Es gibt auch völlig verständlich Lager, die würden den Porsche nicht bestrafen. Ich glaube, wir kommen jetzt hier nicht zu einem wirklichen Endergebnis. Ihr Votum nehme ich so mit. Und wie gesagt, dann würde ich, denke ich, auch diesen Fall nochmal an die obere Gerichtsbehörde geben. Wie gesagt, das ist hier wirklich eine Zentimeter. Ich kann mich noch entsinnen, Herr Jutke, das ist noch gar nicht so lange her, wo wir auch so einen ähnlichen Fall hatten, wo wir auch gesagt haben, ab wann ist man daneben? Und auch da hieß es damals, die Motorhaube ist zum Stück daneben, dann bin ich daneben. Ne? Also wo zählt man jetzt? Ist er daneben? Ist er nicht daneben? Zählt man den Bremspunkt? Zählt man den Einlenkpunkt? Und so weiter und so fort. Und da muss man jetzt wirklich ganz genau, klar und fein gucken, aber ich glaube, wir kommen jetzt hier zu keinem Ergebnis, ohne dass wir uns hier wirklich streiten. Erheblicher Teil wird angesehen, wenn die Front des überholenden Fahrzeuges neben dem Hinterrad des Fahrzeuges ist. Ja, Overlap ist höhere Höhe Hinterachse. Okay, und das haben wir hier nicht. An dem Punkt nicht. Nee. Das ist korrekt. Und das ist ja, eben, also ich will mich ja auch mit Ihnen nicht streiten. Ich möchte nur Menschen, Menschen erklären, alles, okay, dass das halt schwachsinnig ist, weil wir sonst irgendwann damit anfangen, 30 Zentimeter hinterm Auto zu sein und uns dann reinzubremsen. Und nur weil Menschen, weil es das im realen Leben und auch auf den Rennstrecken gibt, weil Leute die Kurve aufmachen, sie machen sie auf, heißt das nicht, dass das korrekt ist. Also wenn du das 300 Mal gemacht hast, und 300 Mal hat dir einer die Tür aufgemacht, ist das beim 301. Mal immer noch nicht korrekt. Mhm. Also Maga, ich bin echt kein Freund davon, ne? Aber du hast dir wirklich sehr große Mühe gegeben, aus diesem Kanal entfernt zu werden. Weil du wirklich, das Einzige, was du machen möchtest, ist reintriggern und du kannst dich nicht unterhalten. Schaffst du nicht. Schaffst du wirklich nicht. Und dementsprechend bist du aus diesem Kanal raus. Und wenn du dir jetzt einen zweiten Account machst und mir für meinen 28-Tage-Bann mir noch 30 Mal auf die Eier gehen möchtest, kannst du das sehr gerne tun. Im Gegensatz zu dir habe ich das verstanden. Punkt. So, können wir weitermachen? Genau, und hier auch nochmal der Hinweis, richtig. Unser Regelwerk ist nicht das, was Ares sagt. Also da wir Veranstalter sind, haben wir die Regularien da festgesetzt und wie gesagt, wenn wir hier juristisch danach gehen, dann ist er hier nicht daneben. Einlenkpunkt schon, aber deswegen, denke ich, würden wir uns hier im Kreise drehen und wir geben das einfach nochmal zurück. Aber auch das ist, denke ich mal, ein schönes Beispiel, wo man einfach sehen kann, dass man vielleicht im ersten Moment zu schnell eine Strafe fordert oder zu schnell denkt, okay, einfach, aber so einfach ist es nicht. Ich denke, darüber können wir uns einigen.
diese Diskussion, Herr Sablowski, wirst du halt super viel haben, weil Menschen ihre Ansichten dazu haben. Absolut. Und das irgendwo, ist ja einfach, ja. Es wird immer, also es wird immer Fälle geben, wo irgendeiner reingeht und sagt, das ist vollkommen okay und legitim. Und ja, du kannst die Scheiße auslegen, wie du möchtest. Am Ende des Tages ist einfach das, was du auf dem Blatt Papier siehst, es ist das, was du siehst. Sie sind nicht nebeneinander. Einer bremst sogar früher noch. Der andere löst die Bremse, um noch sich reinzuschieben. Und das sind nun mal die Fakten, die du sehen kannst. Ja. So, jetzt kann man das akzeptieren oder nicht. Und genau deswegen sage ich das auch immer, wenn eine Rennleitung eine Entscheidung trifft, dann wird die Entscheidung schon begründet getroffen worden sein. Punkt. Ja, denke auch. Gut, Herr Jutke, machen wir weiter. Steht im Regelwerk, haben wir im Regelwerk das niedergeschrieben, was nebeneinander bedeutet. Das ist das Schöne, da kann man auch das, ich denke, das nehmen wir jetzt auch nochmal mit, also wir lernen ja auch daraus, dass man das dann eben nochmal genauer schärft. Weil, Freunde, sind wir doch mal ehrlich, Rechtsanwälte sind nichts anderes als Rechtsverdreher. Also es gibt sogenannte Gummiparagraphen und die gibt es natürlich auch irgendwo bei LFM. Und man kann sich immer das irgendwie argumentativ so zurechtlegen, es sei denn, es ist halt wirklich hart genau beschrieben. Und auch da nehmen wir den Hinweis jetzt mal mit, prüfen das und werden da gegebenenfalls nochmal nacharbeiten. Punkt aus. Ja, so viel dazu. Das wäre auf jeden Fall sehr wichtig, weil diese Diskussion ist nicht zielführend an keiner Stelle, weil jeder dazu eine andere Ansicht hat. Und ich persönlich kann das nicht dulden. Das geht einfach nicht. Also dann da demjenigen eine Strafe für zu geben, tut mir leid, das wäre Käsekuchen. Punkt. Jawohl. Herr Jutke, machen wir weiter? Ja. So, 30642 vom Berg ans Korallenriff. Hä? Oh. Nee. Kleinen Moment, ist es der richtige? 30? Nee, da haben sie nicht den richtigen Namen. Nee. 30642. Ja, Herr Sablowski, warten Sie, ich war 10 drüber. Nee, die Szene müsst ihr noch nicht sehen. Immer mit der Ruhe. Nee, ich meine dich auch gar nicht, Creative, weil es ist schon wieder, es gibt schon wieder Menschen, die reagieren schon wieder über. Herr Jutke, ist das richtig? Gucken Sie mal. Nee, das ist nicht der. Ey, wenn Sie jetzt nochmal 30642. Ja, das ist die 5-2. Da sage ich doch. Tut mir leid. Das sind doch mal 100 daneben. Junge. Ja, mich regt das schon wieder auf. Das ist immer. Trinken Sie mal erstmal Ihre Flasche Doppelherz, die Sie da unten immer in Ihrem Schrank haben, dann passt das nur mit dem Puls ein bisschen besser. Ruhe jetzt, Herr Sablowski. So. Können wir. Jawohl, können wir. Vom Berg ans Korallenriff 30642. Haben Sie den schon gesehen? Ich habe den schon gesehen, ja, Herr Jutke. Also Sie wissen, was passiert? Ich weiß, was passiert. Ich würde gerne raten. Na, raten Sie mal. Der Honda setzt links an und fliegt geradeaus. Und nimmt da den Hessen mit. Na, schauen wir mal. Weil für rechts ist zu spät. Braucht man für so eine Aktion schon Taucher-Equipment oder? Wieso, Herr Sablowski? Wir haben doch eben gerade gelernt, er ist doch daneben. Haben wir noch, Herr Jutke, werden Sie mal nicht schnippisch, Herr Jutke. Haben wir doch gerade gelernt, Herr Sablowski, er ist doch daneben. Du, also, bitte. Herr Jutke, ich zieh Ihnen die Hammelbeine lang. Naja, was, da hätte Essen ja wohl bitte auch mal die Tür aufmachen können, oder nicht? Ich dreh Ihnen den Kopf um, dann können Sie am Nacken riechen. Ich sag Ihnen bitte. Entschuldigen Sie, aber da muss ich dem Volk natürlich auch nochmal einen reindrücken. Oh, da lese ich schon wieder eine beim Einlenkpunkt daneben. Ne? Da sind ja. Oh, nee, aber ich glaube, da ist viel Ironie dabei, Herr Jutke. Nee, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich gerade nicht. Mm-mm.
Gut. Ja, da kann man ja nicht viel zu sagen. Ist halt ein Bömmchen, ne? Ja, ganz genau. Deswegen. Also ich meine, er hätte es fast geschafft. Also hätte er vielleicht eine 47er Bremsballons gehabt, hätte es vielleicht noch geklappt. Ja, hätte er mehr Ballons, Bremsballons hinten ranhängen müssen. Aber na gut. Ja. Es gibt doch diese wunderschönen Schirme. Diese, nicht Schirme, sondern... Meinen Sie die Cocktailschirmchen, die ich mir immer auf meinen Mai Tai nach dem Feierabend drauf mache, oder? Ja, nee, die meine ich nicht. Bei den Viertelmeile-Autos, die gebremst werden, wo dann hinten... Ach, die meinen Sie hier, wo hinten ein Taschentuch dann rausflattert. Genau, die meinte ich. Ja, naja. Ah, schönes Bäumchen. Ja. Nee. Oh, Scheidewitze, ich wäre fast abgerutscht. Nee, Junge. Ja, das wäre aber fatal geworden, du. Ja, in 9 Monaten hätten wir denn aber, naja, eher. 30699, Herr Jutke. 30699, dieses Mal also richtig. Und hier, ich glaube, das wird Ihnen gefallen. Unter den Augen des Richters. Was? Aber es ist nicht Zolder. Nein. Herr Jüttke, unter den Augen des Richters. Sie werden erkennen, warum. Ja, ich kann mich sogar sehr gut daran erinnern und ich weiß auch, was passiert. Und das ist ein sehr guter Fall, um Leuten zu sagen, dass sie bitte innen nicht Vollpulle durchfahren sollen. Jawohl, Herr Jüttke, schießen Sie ab, den Jummi. Tschüss. Habe ich übrigens selber auch gemacht, Herr Sablowski. Ein Rennspieler. Ja, habe ich schon gehört. Aber ich habe keinen abgeschossen. Da haben Sie aber nochmal Glück gehabt. Ich habe keinen abgeschossen. Weil sie als letzter, weil da hinten irgendwo rumgejogt sind, wa? Ja, deswegen bin ich ja auch hier an der Stelle auf P8 und dann auf P5. Ja, na, auch ein blinder Richter findet mal einen Korn. Oh, okay. Nee, aber Herr Jüttke, da muss ich Ihnen mal Respekt zollen. Auf Bathurst sind Sie Tatsache relativ flink unterwegs. Ja. Hier standen übrigens viele Leute rum, ne? Also 3 Plätze oder so. Und wissen Sie, was der Gag an der ganzen Sache ist? Na, jetzt bin ich aber gespannt wie ein Schlüpperjummi. Ist die vorletzte Runde. Ah. Nee, es ist sogar die letzte Runde. Nee, es ist die letzte Runde. Ja, aber ich sag mal, hier, der Fall ist klar. Hier sprechen wir aber von Fahrzeug daneben, oder? Nur mal zur Sicherheit. Nee, also gefragt, ich glaube, Herr Sablowski, wir können uns darauf einigen, dass Sie relativ daneben sind, ja. Doch. Okay. Ja, doch. Gut, ja, okay. Okay. Hat der BMW jetzt reportet? Kleinen Moment, prüfe ich nach, aber müsste eigentlich... Aha. Das schreibe ich mir auch nicht immer auf hier. Die Stelle ist so gefährlich. Ja. Ja, der BMW hat reported. Die Stelle ist so unglaublich gefährlich, man denkt es gar nicht. Absolut. Die ist schon absolut alleine gefährlich. Ja, absolut. Da sind so viele Löcher, also mich wundert, dass sie das immer noch nicht gefixt haben. Das ist geistesgestört. Da nebeneinander durchfahren geht nicht ohne Bremse übrigens. Geht nicht, also zu zweit, die Kurve ist selten eine gute Idee. Ja, kommt meistens nichts Gutes bei raus, ja. Ja. So, Herr Jüttke, dann kommen wir zu den letzten beiden Fällen heutigen Tages. Immer mit der Ruhe. Also es geht schon, es kommt auf Fahrzeug drauf an, auch das haben wir schon öfter gesehen. Es geht, aber auch nicht immer. Na, man muss halt bremsen. In Kevin Estre-Unterwäsche muss man halt irgendwie fahren. Ja, das Problem ist halt, wenn man Kevin Estre möchte, sollte man Kevin Estre machen. Ja, das ist kann ich auch Kevin Estre halten. Kann nicht mal so einfach. Auch wenn man sich den ersten Stint anguckt von Kevin Estre von der Nordschleife, das kann nun mal nicht jeder. Absolut. So, Herr Jüttke, machen wir den nächsten Fall. Wie gesagt, vorletzter Fall. 30731. Get out the way. 30731. Jawohl, 30731. Sie piepen raus. Oh, ich hoffe, Klausi ist noch da. Der alte Bentley-Boy. Mhm. Ich diskutiere da nicht. Das können Sie machen.
Ich sag da nichts zu. So, der fernöstliche japanische Reiskocher, der hatte das da anscheinend ein bisschen eilig. Platz da, hier kommt der Landvogt, oder lasst mich durch, ich bin Arzt, wäre auch eine Überschrift gewesen. Oh, hier einmal geschubst. Wobei man hier irgendwie so ein, ja, leicht irgendwie Netcode-Gefühl hat, aber nichtsdestotrotz, es ist schon sehr, sehr brechstangig hier. Also hier wird absolut nicht aufs Radar geachtet. Er will natürlich dem BMW ausweichen, aber ohne Kompromisse knallt er darüber. Wie ich, wenn das Buffet eröffnet ist, da kenne ich ja auch weder Freund noch Feind. Also hier ist er daneben auf jeden Fall, aber... Ja. Also hier ist für uns ganz, ganz klar und man müsste eigentlich hier Tatsache schauen, wobei ich gesehen habe, dass jetzt müsste man vielleicht mal die Reports anschauen, wie viel der Fahrer noch so erhalten hat. Hier für das Manöver auf jeden Fall minus 160, minus 0,4, forcing another car off track. Und man müsste sich Tatsache mal die angucken, aber es geht. Ja, dann kann man, je nachdem, hätte man natürlich da auch nochmal über eine härtere Strafe nachdenken können, weil das ist schon sehr reckless. Also kann man nicht anders sagen. Ja, und wir, für, kleinen Moment, bitte nochmal ganz kurz nachprüfen. Das kann sein, dass wir das gar nicht mit beachtet haben. Befinden wir uns hier in Runde 1? Ja. Ja, na dann minus 200, minus 0,5. Aber so weit von. Das ist Runde 1, ja. Ja, na dann, aber minus 200, minus 0,5. So, Herr Jutke. Aber am Ende, wissen Sie, Herr Sablowski, also auch um da kurz das Volk zu zitieren, er war ja nur am Einlenkpunkt wirklich daneben. Ne? Ja, korrekt. Also wir könnten da eigentlich auch No Further Action machen. Können wir. Dann machen Sie nochmal auf, machen wir No Further Action und dann haben wir morgen ja, Mord und Totschlag auf den Servern. Nein. Quatsch. Hildke, ein letzter kleiner Fall. Na bitte. Diesmal GT4 betreffend. Oh. Das ist die 30719. Auch hier nochmal, denke ich, was wir mitgeben können. Dem einen oder anderen unerfahrenen Fahrer. 30719. Und jetzt wird's politisch oder philosophisch. Die Quali-Runde des Menschen unantastbar. Ist ja bloß hier, ei, ei, ei. So, hier haben wir einen der seltenen, also wirklich sehr, sehr, sehr seltenen Reports aus dem GT4-Bereich. Na, wir achten hier, er hat keine blauen Flaggen, also er befindet sich selber auf einer gezeiteten Runde. Hier sind keine blauen Flaggen zu sehen und wird dann quasi von den in seiner Qualifying-Runde abgeräumt. Ah, hier wäre natürlich, hier müsste man wirklich drauf achten, ist er denn wirklich auf einer schnellen Runde. Aber da wir hier keine blauen Flaggen gezeigt bekommen, ist das der Indikator dafür, dass er eben auf einer schnellen Runde ist. Ja, und der Herr im Porsche, im Zuffenhausener Schraubenhaufen, ja, hatte da wohl eilig gehabt. Aber auch hier, wie der Name schon sagt, die Quali-Runde des Menschen ist unantastbar, was damit übersetzt ausgesagt wird. Jeder hat das Recht auf eine Quali-Runde. Wenn ich vor mir ein langsameres Fahrzeug habe, dann habe ich mir einfach das falsch eingeteilt. Dann bin ich an einem falschen Punkt aufgefahren. Ich habe jedem die Strecke zu überlassen, der auch gerade auf einer schnellen Runde ist. Wenn ich selber nicht bin, dann fahre ich zur Seite. Wenn ich selber auf einer schnellen Runde bin und auf ein langsames Fahrzeug auflaufe,
habe ich in dem Fall einfach Pech gehabt. Sollte ich irgendwie vorbeikommen, ohne dass irgendwas passiert, okay. Sagen, nehmen wir mal an, gerade oder irgendwie. Aber so, es ist ja einfach ganz klar der Fall, dass er ihm dort die Qualifying-Runde ja, versaut hat. War einfach zu nah dran. Ich selber kenne das Spielchen, ich hatte es auch im Qualifying mal, dass ich dann immer auf irgendwie einen langsamen, und man mag kaum glauben, das geht aber noch, dass jemand langsamer fährt als ich. Auch ich kenne das und musste da ein oder andere Mal ein Lenkrad beißen, aber jeder hat das Recht auf eine Qualifying-Runde und die darf dann nicht einfach so weggerammelt werden, nur weil ich dahinter schneller bin. Punkt aus. Jetzt muss ich mir wie groß ist denn die GT4-Community? Die ist tatsächlich relativ groß. Also die Rennen, teilweise fahren wir da auch mit zwei Splits. Schau da gerne mal rein. Also die GT4-Rennen, da kennt man sich auch untereinander schon. Ist tatsächlich sehr, sehr häufig auch gut besucht. Ja. Kann ich nur empfehlen, Tatsache. Eigenartig. Na gut, Herr Soblowski. Ja, Herr Jüttke. Dann sind wir ja durch. Wir sind durch. Dann können wir ja nebeneinander rausgehen, quasi. Versuchen wir mal, Herr Jüttke. War gut heute. Ja, ganz meiner Sucht. Wenn wir uns fast gefetzt hätten und der Mottenpfiffi fast abgefackelt wäre, denke ich, hatten wir heute auch wieder ein bisschen, also zwischen streitbaren Fällen, zwischen natürlich klaren, eindeutigen Fällen, hatten wir auch ein paar streitbare dabei. Aber auch das ist immer wieder, um zu zeigen, dass es eben nicht immer so einfach ist. Das Schöne ist, wir lernen ja auch immer draus, man nimmt immer wieder was Neues mit, wo man vielleicht das Regelwerk schärfen muss. Also ich denke, ist, glaube ich, eine Win-Win-Veranstaltung für alle, auch für die Zuschauer. Hoffentlich haben wir da auch den ein oder anderen Tipp parat gehabt und auch wir nehmen, wie gesagt, ein bisschen Input da auch immer mit. Und das ist sehr, sehr schön. Herr Wittke. Ja. Ich würde die Sitzung für heute schließen. Schließen Sie mal. Bam. Feierabend. Jawohl, Herr Jüttke. Wir sehen uns in 2 Wochen. So sieht das aus in 2 Wochen. Zur nächsten Sitzung. Jawohl. Dann, liebes Volk. Tschüssikowski. Tschüsseldorf. Bis Rheinland, falls wir uns nicht mehr sehen. Mhm.